Sind wir drauf? Sind wir drauf? Ach, wir sind gerne drauf. Wir sind eigentlich immer drauf und immer gut drauf, oder Sascha? Wo sind wir? In Bocholt. In Bocholt. Wo sind wir denn da in Bocholt? Letztes Mal waren wir wo? Grünmenade. Ja. In einem Amanco. Ja, und da haben wir schon gesagt, wir gucken jetzt mal im Service gegenüber vorbei. Und ihr seht hier auch schon einen Fendt Saphir. Der ist im Service, der wird bearbeitet und da stehen die beiden Herren. Einen davon kennt ihr gerade, wir drehen uns simultan um. Grüß euch, hi. Christian, servus. Moin, normal, Tobi, hi. Für die neuen hi, grüß dich, Sascha. Hi, grüß dich, Sascha, hi. Servus, grüß dich. Der zweite Teil der Betriebsführung. Genau. Weil jetzt im Service. Ihr seid umgezogen, wir haben es erklärt. Genau. Das Video hängt auch oben nochmal drin und wir haben es dann gesplittet, dass wir gesagt haben, heute zeigen wir euch mal, wie Service funktioniert. Das ist schön. Ist so. Also ihr müsst zeigen. Wir wissen es, ihr müsst zeigen. Ich gebe den Staffelstab an Benne weiter. Dann kriegt er die Mikros. Sprich das Mikro oder die Mikros. Wir machen das authentisch, wie wir sind. Und ihr seid Brüder unverkennbar. Das kann man gleich mal feststellen. Ja, Kompliment doch. Für dich vielleicht. Danke. Für die Komplimente warst ja du heute schon zuständig, oder? Naja, okay, beide. Aber das ist schön, wir hatten es jetzt schon angesprochen, ihr seid ein Familienunternehmen. Ja, Das ist sehr, sehr, sehr Aber weißt du, was direkt auffällt? Ja. Der Abstand, ne? Ja. Da fehlt genau eine Person in der Mitte. Jetzt. Die werden wir uns nochmal irgendwann... Ja, aber es ist lustig, dass das so passt, ne? Ja, wir sind es gewohnt, halt im Dreierteam. Ja, genau, ne? Anna-Maria muss noch in die Mitte hier rein. Genau. Das steht immer in der Mitte. Anna-Maria folgt in einer der vielen Sendungen, die wir jetzt für euch oder mit uns im Dreigestirn... Ja, ihr seid ein Dreigestirn, wir sind ein Zweigestirn. Ja. Naja, ein Fünfgestirn insgesamt. Wir werden einiges machen. Ja, ich erfinde immer komische Wörter wie Digitalismus oder was soll das? Digitalität. Also, wir laufen los. Ich halte die Klappe. Ich gebe dir... Wir tauschen die Mikros. Mikrotausch. Das und machen wir einmal hier hin. Genau. Wir fangen an, das zu erkunden. Ich habe es schon mal sehen dürfen mit euch. Wir sehen uns nachher. Ja? Vielen Dank. Wir sehen uns nochmal. Schön ist es, schön war es und wir sehen uns gleich. Bis dann. Danke, danke. Bis später, ciao. Seid ihr gut zu Fuß hier, oder? Immer. Ja, weil wir müssen gleich noch ein paar Treppen steigen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Stell dich doch einfach nochmal. Achso, mein Name ist Benedikt Thielkes. Wir kennen uns, wir haben uns schon gesehen. Ich kümmere mich in unserem Familienunternehmen um den Bereich Werkstatt und Lager. Ja, und den ganzen Komplex würde ich euch gerne mal zeigen. Wir haben ja außen jetzt keinen Eindruck gesammelt, den kriegt ihr aber noch über diese wirklich großen Flächen, die hier auch notwendig sind, um die Infrastruktur zu gewährleisten. Ja. Ihr macht ja nicht nur 3 Fahrzeuge in der Woche? Nee, es sind ein paar mehr. Es sind so knapp 250 Serviceaufträge in der Woche. Wow. Plus Auslieferungen, die halt jede Woche immer wiederkehrend sind. Ja. Auslieferung liegt so ein bisschen dran, in welcher Saison wir uns gerade befinden. Ja. Sind wir gerade im Frühjahr, dann geht es richtig rund. Da sind wir bei 50, 60 Auslieferungen. Und im Winter wird es ein bisschen ruhiger. Ne? Die Leute wollen ja zu dem schönen Wetter raus. Bevor wir losstarten, ganz kurze Frage. Der Außenbereich, man sieht es, ihr habt ja hier 2018 mit einigen Slots angefangen. Ja. Und euch dann nochmal großzügig erweitert dann nach hinten mit allem möglichen. Was für ein bisschen vergrößert. Es ging so ein bisschen Step by Step bis da vorne die ersten 4 Hallen und das gesamte Ersatzteillager. Da gehen wir gleich noch hoch, da sind wir mit gestartet. Und dann 3 Jahre später haben wir dann quasi 4 Hallen nach dahin ausgebaut und dann den großen Komplex. Das will ich aber nicht zu viel vorwegnehmen, dann sehen wir uns gleich noch. Nur einmal kurz. Da haben wir dann dran gesetzt. Eingangssituation erfassen. Ja, los geht's. Hier, genau. Guck, Anlieferung. Genau, wir befinden uns hier im kommen alle Zulieferer an und laden ihre Ersatzteile und Zubehörteile, Mover, Klimaanlagen, alles aus. Und dann geht es einmal nach oben. Also wir haben unser gesamtes Ersatzteillager über der Werkstatt. Nichts zugänglich für die Monteure oder ähnliches, sondern wirklich nur unsere 4 Lageristen, die dann Zutritt haben und die Sachen auch rausgeben. Und wir haben so ein bisschen Fläche einfach gespart, dass wir nicht noch ein Gebäude irgendwo hingestellt haben für ein Lager, sondern sind in die Höhe gegangen, ganz genau. Und so ist einmal hier komplett über der ganzen Werkstatt einmal das Ersatzteillager. Wenn ihr gut zu Fuß seid, würde ich euch gerne mal mit hochnehmen, weil hier unten gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen. Du guckst immer mich an dabei, gell? Ja. Ich bin der Humpler, der Hatscher, das sagt mir bei. So schlimm ist es, glaube ich, nicht. Aber wir müssen ein paar Treppenstufen steigen. Alles aber das. Ja, klar, sicher. Das ist ja noch eine Kleinigkeit. Ich glaube, oben wird es ein bisschen spannender. Hier sind nur so Leisten, die wir halt nicht durch den Aufzug hochbekommen. Also gerade wenn die Hersteller uns da 6, 7, 8 Meter Leisten hinpacken, gibt es keine andere Möglichkeit. Die müssen hier unten lagern, aber ansonsten sehen wir zu, dass wir alles nach oben packen. Ich bin echt gespannt. Dann gehen wir mal aufwärts. Da kannst du dir dann was leisten. Leisten? Ja, meine Leisten sind beide durch. Also, der war schlecht. Aber ich muss ab und zu mit meinen blöden Kommentaren glänzen, das kennen die Leute. Wenn ich das nicht mehr mache, dann denken die, was weiß ich was. Dann wird es langweilig. Dann wird es langweilig. Also müssen wir uns ja einrufen für den Caravan-Salon. Genau, da werden wir viel laufen. Weil da auch viel Spaß haben. Da kann man gut Meter machen, das ist richtig. Ja. Ich sitze nur.
Weil wow. Das ist ein Zeichen dafür. Boah, guckt euch das mal an. Wir gehen hier nicht ins Detail, wir werden für euch keine QR-Codes, Barcodes oder sonst was filmen, aber wow. Hier gibt es so knapp unter 100.000 Artikel. Ich glaube, alles, was das Camperherz irgendwo begehrt, von großen Bugmasten, wie du da vorne siehst, oder stell Klimaanlagen. Hier, ich stelle dir ein Feldbett hin. Das wäre jetzt deins, gell? Ja, echt. Ja, Wahnsinn, immer. Ich glaube, hier gibt es fast nichts, was es nicht gibt. Alles auftragsbezogen, also nichts auf Halde liegend, außer, ich sag mal, Klimaanlage, die dann schon. Klar. Die holen wir einmal im Jahr, großen Schwung. Aber ansonsten eigentlich alles auftragsbezogen, was wir hier haben. Ja. Für die nächsten, aktuell sind es 180 Tage, Mahlzeit Flo. Wir sehen zu, dass wir sehr weit im Voraus schon die Sachen bestellen. Eigentlich haben wir weniger Lagerbestand, aber aufgrund von Corona, Lieferschwierigkeiten. Genau. Musst du halt ein bisschen das auch auf Halde legen. Da sehen wir wenigstens zu, dass wir möglichst viel da haben, dass wir nicht einen Wagen deswegen warten lassen müssen oder zweimal reinfahren lassen müssen. Klar, bindet irgendwo Kapital und Lagerfläche, wenn ihr das gleich seht, das ist auch gut voll. Aber andersrum bin ich ein bisschen flexibler und kann die Wagen schneller reinfahren. Klar. Der erfordert natürlich ein großes vorausschauendes Handeln. Ja, genau. Dann löst viel unser System einfach. Also das macht hier keiner mehr aus dem Kopf. Ist auch nicht mehr so wie früher vielleicht bei uns im Ersatzerlager, wo der Meister oder der Lagerist vielleicht noch wusste, in der Ecke habe ich noch so einen Teil. Keine Chance. Wir laufen gleich mal durch Gänge, da sind nur graue Kisten und wer da. Da weiß nur das System, was in den Kisten, was wo ist, ganz genau. Hier der Kollege, der sortiert was oder sucht was, guckt euch das mal an hier. Da findet ihr keine Namen oder Beschriftungen hier ausnahmsweise mal, sondern das ist das ist auch eine alte. Die kleinen Codes. Genau. Also ihr genau. habt eigentlich alles auf papierlos umgestellt, ja? Genau, alles digitalisiert und das System sagt uns halt, okay, wo werden die Sachen weggeholt. Das ist ein chaotisches Lagersystem, also die Jungs packen es einfach nur irgendwo hin und das System sagt dann, okay, das daraus und so dann ist alles zusammen. Aber keine Lagerplätze. Ja, ganz genau. Und der Lagerist genau, muss dann auch nicht ewig suchen, bis er den einen Platz gefunden hat, sondern er nimmt einfach irgendeine Schütte, wo Platz ist, rein damit, fertig und gut ist. Funktioniert es das hinten genau. So stellt man sich das eigentlich vor. Ja. Klar, geht natürlich nur, wenn man auch die Räumlichkeiten hat. Seit 2018, wie gesagt, haben wir hier die Lagerfläche. Die geht bis da oben, sieht man noch so die Paneele, wo sie runtergehen. Da hat es mal geendet, aber wir haben dann mit der Werkstatt halt auch das Lager erweitert. Meistens wächst der irgendwie alles so ein bisschen mit. Ich kann nicht nur im Vertrieb wachsen, ich muss mit der Werkstatt wachsen, ich muss dann auch mit dem Lager wachsen und so geht dann halt alles Step by Step. Aber das ist genau das, warum wir das so toll finden, weil viele sind immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber euch ist halt genauso groß gewichtet der Service. Genau, also natürlich verkaufen wir auch gerne, aber ohne eine funktionierende Werkstatt verkaufe ich auch kurzfristig nichts mehr. Wir haben uns auch ganz bewusst dazu entschieden, 2018 erst die Werkstatt zu bauen und nicht den Vertriebsstandort, sondern erstmal dieses System mit den ganzen Monteuren und Lageristen am Laufen zu haben, das dann ein funktionierendes System ist, um dann im besten Falle mit dem Vertriebscenter halt dann nachzuschieben, damit wir der Masse überhaupt her werden. Machen wir es andersrum. Haben wir vielleicht ein tolles Vertriebscenter, habt ihr ja schon gesehen, da stehen, werden aber hinten raus nicht der Sache her. Und dann haben wir nicht viel gewonnen. Genau. Das holst du nicht auf dann? Das holst du nicht auf. Wir haben von hier Grundsteinlegung bis fertige Werkstatt haben wir über 3 Jahre gebraucht, bis es dann wirklich so steht und auch eingegroovt ist und Abläufe funktionieren. Deswegen sind wir schon ganz glücklich. Drüben schleift es sich noch ein bisschen ein. Wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade erst da. Aber hier sind wir schon echt gut dabei. Und das tut dann den Jungs natürlich drüben auch gut. Wie viel? Wir haben gehört von 104 Mitarbeitern. Wie viele Mitarbeiter sind jetzt hier für Service und Werkstatt? Nur an diesem Standort? Ja. Wir haben 4 im Lager. Wir haben 25 Monteure. Wir haben 3 Meister. Wir haben 3 in der Werkstattkoordination. Wahnsinn. Ja. Ja, ein Drittel ist rein Service. Rein, genau, also ohne Annahme und so, oder? Genau, ohne Annahme. Das Servicepersonal, also unsere Servicemitarbeiter, die den Wagen annehmen und Garantieanträge schreiben, die sitzen alle drüben, die kommen nochmal on top. Sagen wir mal, die Hälfte geht wirklich rein auf den Service. Ja, definitiv, ja. Ganz, ganz bestimmt, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Dann gibt's halt noch ein bisschen Verkauf und so weiter, aber das meiste kümmert sich schon erstmal darum, dass alles irgendwie funktioniert. Der Effekt ist, wenn es funktioniert bei euch, funktioniert es am Schluss für einen Camper, für euch da draußen, für einen Kunden, weil ihr Termine bekommt. Genau. Was ist jetzt, wenn ich jetzt hier mein Hobby bringe? Also das heißt, ich rufe an und sage, mir hat das Hickey weggehagelt und ich habe da außen eine Delle drin, ihr habt doch was zum Lackieren, guck mal nachher noch. Ja, ganz genau. Könnt ihr meine Seitenwand austauschen, ich muss in 4 Wochen in Urlaub. Also aktuell ist eher das Problem der Ersatzteilbeschaffung, dass die teilweise länger dauert, als wir in der Werkstatt einen Vorlauf haben. Wir sind aktuell so bei 2 bis 3 Wochen Vorlauf in der Werkstatt. Wollen dann noch was... Ja, genau, ist schon cool. Und dann auch egal, wie viel Aufwand. Also, ich sag mal, Ende August, Anfang September bekommst du halt jetzt noch einen Termin. Das ist noch nicht perfekt, aber das ist schon sehr gut. Wir kommen auch mal von früher 8 Wochen Vorlauf, 10 Wochen Vorlauf. Ja, natürlich. Und dann wird's natürlich, ich sag mal, erstmal überschlägt man sich in der Werkstatt und auch die Damen im Service, das ist nicht einfach, das dem Kunden zu vermitteln. Nee, das ist, ja, genau, das dann immer zu vermitteln.
Wir haben, ne, ich sag mal, natürlich immer Kapazitäten mal für Notfälle. Alles gut, kriegen wir alles hin. Aber absolut. Ein normaler Termin, 3 Wochen muss der eigentlich hier stehen. Das sind jetzt auch keine Versprechen, aber ihr gebt euch ja genau, selber ja. das vor, damit es fluppt. Und eigentlich muss 2 Wochen das Ziel sein. Wir haben gerade Ferienzeit, nicht nur unsere Kunden sind alle im Urlaub, sondern natürlich auch die Jungs aus der Werkstatt. Das heißt, da läuft es gerade ein bisschen auf. Deswegen sind wir eher so 3-4 Wochen vielleicht. Und eigentlich muss es Ziel sein, müssen wir 2 Wochen schaffen. Aber jetzt nicht nur für einmal Außenspiegel tauschen. Ne, wurscht. Also dann ist auch dann total ist egal. Dann genau. Ich habe jeden Monat über 3000 Werkstattstunden, die ich verballern kann, sage ich jetzt mal. Und das kann ein Seitenwandtausch sein, das kann eine kleine Reparatur sein, das kann eine Solaranlage, Autarkie, ein Unfallschaden, das kann alles sein. Was das ist dann egal. Die Frage von mir, du musst auch nicht antworten. Wir sind hier nicht beim ZDF, wollte ich schon sagen, wir sind ja hier auf YouTube. Was kaufen gerade die Reisemobilisten am meisten? Sind es jetzt gerade aktuell wegen der Hitzesaison auch die Klimaanlagen, was Telefon abgeht, wie guck die Reihe mal an. Das sind so die Klimaanlagen, die wir in der nächsten Zeit dann brauchen. Okay. Da geht die ganze Reihe, die ganze linke Seite ist nur Klimaanlagen. Ja, ganz genau. Da decken wir uns natürlich auch Anfang des Jahres immer gut mit ein, damit wir genau dann, wenn es losgeht, der Kunde merkt ja, okay, heute ist warm, jetzt hätte ich gerne eine Klimaanlage. Nicht erst in 8 Wochen, weil dann ist der Sommer vorbei. Aber klar. Waren es genauso, oder? Wohnwagen, genau das gleiche Thema. Ja. Genau, der wird aber eigentlich immer sofort von vornherein schon mitbestellt, weil da weiß er, das wird ein Problem. Ja. Und manchmal muss man erstmal einmal richtig schwitzen, bevor man dann weiß, eine Klimaanlage ist doch ganz schick. Ne? Ich sag mal, neben Klimaanlage, gerade bei den Reisemobilen, aber beim Wohnwagen auch immer mehr, ist halt Autarkie. Irgendwie eigenständig frei stehen, gerade das ist zu Corona nochmal einen richtigen Schub gekriegt, weil Sanitäranlagen vielleicht dann zu waren oder ähnliches. So versuchen die Leute, gerade bei Reisemobilen durch Solar oder Wechselrichter, halt eine gewisse Autarkie in ihr Fahrzeug hineinzubringen. Da passiert richtig viel. Und das merken wir auch in der Nachrüstung. Also, sollen wir durchlaufen? Auch mit der Situation, die wir momentan haben, durch äußere Umstände wird noch mehr nachgedacht über das Thema. Die Leute machen ihre Häuser autark. Mit deinem Bruder haben wir auch schon besprochen, ihr fahrt hier auch autark. Ja, also ihr habt komplett. Da oben diese riesen Dachflächen. Ja. Also, ihr kriegt nochmal Bilder davon, wenn wir mit der Drohne drüber fliegen. Ich weiß nicht, ob Christian es gesagt hat, 1500 kW Peak, also wir können 250 Privathaushalte damit versorgen. Ja. Quasi auch bei uns selber komplett autark versorgen. Wir haben riesige Batterieschränke, Wechselrichter, damit wir halt autark dann hier arbeiten können. Ne? Ja, genau. Schön. Also, perfekt, komm mit. Jawohl. Wahnsinn. Ja, wir laufen das erste Mal miteinander rum und mit Kamera und ihr seid so cool und auch wirklich entspannt. Ihr nehmt euch allen Sachen an. Ich beobachte das ja hier. Wir haben ja auch so ein paar Augen entwickelt, wie angenehm hier auch das Verhältnis ist. Auch eure 104 Mitarbeiter, da muss man wirklich sagen, von mir war mal eine Frage, wie wir uns kennengelernt haben. Sag mal, wie ist denn das? Heutzutage Leute zu bekommen, ist ja schwer. Wir leiden ja alle gerade. Das ganze Gewerbe in Deutschland, alle schreien nach Mitarbeitern. Ihr habt einen super Stamm hier, gell? Ja. Definitiv. Also erstmal haben wir einen Stamm, die Mitarbeiter, die bei uns sind, sind dann auch schon für unsere Verhältnisse sehr lange bei uns. Unser Unternehmen ist noch nicht so lange groß, aber wir haben jetzt kommt so eine ganze Flut an Mitarbeitern, die dann schon 10 Jahre da sind, die unseren Betrieb echt gut kennen und auch so ein bisschen von Beginn an. Wir tun uns nicht wahnsinnig schwer, Mitarbeiter zu finden. Wir kriegen durch unsere Mitarbeiter, wenn wir denn dann suchen, viele Empfehlungen von Mitarbeitern, wo wir die dann auch dankend annehmen, weil... Das ist natürlich schön. Genau, da gibt einem auch vielleicht so ein Feedback, dass die Leute auch vielleicht ganz zufrieden sind, weil sonst empfiehlst du vielleicht auch nicht noch deinen Kollegen, deine Schwester, deinen Bruder. Und du hast den Vorteil, wenn einer einen empfiehlt, geht er eigentlich auch davon aus, dass es vernünftig ist. Genau, also klar, es kann immer auch mal nicht funktionieren, aber eigentlich fahren wir da sehr gut mit und tun uns so auch relativ leicht, neue Mitarbeiter zu finden, weil ich glaube auch Stammpersonal schon ganz zufrieden ist und dann sagen sie auch gerne, hör mal, dann frag doch mal bei uns an. Genau. Ob es dann vielleicht eine andere Abteilung in dem Unternehmen ist, ist ja dann wurscht. Also da gibt es ja genug Möglichkeiten mittlerweile bei der Größe. Genau, Azubis genau das Gleiche. Da fangen jetzt oder sind jetzt am 1.8. nochmal 2 angefangen. Das macht natürlich auch Spaß, wenn die dann auch einmal alle Abteilungen durchgehen und so. Dann kennen die uns echt von der Pike. Man muss sich auch kümmern drum. Ja, ganz genau. Ja. Ab einer gewissen Unternehmensgröße sollte es auch genau diese Routine haben. Und Quereinsteiger sind auch immer mal willkommen. In Initiativbewerbungen schaden in keinem Unternehmen. Also da gibt es so findige Leute draußen. Die suchen wir dann hinten raus natürlich explizit in der Werkstatt. Ich suche nicht den Caravan-Techniker. Wen von den 3 in Deutschland soll ich denn da einstellen? Also das ist übertrieben gesagt, aber so wahnsinnig viel gibt es ja nicht. Ich suche ganz explizit einen guten Schreiner, Tischler, Gaswasserinstallateur, Kfz-Tis. Also handwerklich begabte Leute, die aber auch mal ein bisschen links und rechts können, weil der Schreiner muss hier auch eine Steckdose einbauen. Und auch der Tischler muss, oder der Elektriker muss auch ein Brett mal sägen. Ist, glaube ich, schon echt ein cooler, auch noch vielseitiger Beruf, in der Freizeitbranche zu arbeiten. Das
ist nämlich dieses stupide, nur Genau, nur Kabel ziehen. Sondern genau, das hast du nämlich dann nicht. Ja. So kommst du auch mal in andere Gewerke rein, machst mal was anderes, kriegst den Kopf frei, weil du einfach was anderes machst. Oder erweiterst auch selber deinen Horizont. Genau. Also was die Leute plötzlich dann drauf haben, was sie vorher nie angepackt haben, weil sie sich halt untereinander unterstützt haben. Pass auf, ich war ja schon mal da, aber jetzt kommt der Ausblick, glaube ich, gell? Wir sind nicht mehr weit weg. Die ganze Zeit sind wir nicht mehr weg. Genau, hier abschließend zum Lager. Hier hinten kommen die Sachen alle rein, dann werden sie hier eingelagert und hier haben wir einen zweiten Aufzug. Da werden dann die Jungs mit Ware bespeist und bekommen dann alles geliefert. Also keiner holt sich irgendwie Sachen hier selber raus, sondern das... Nee, dann hättest du auch ein leichtes Problem mit der Menge. Ja, mit dem Traffic und so, ja. Das machen dann alles unsere Kollegen aus dem Ersatzteillager. Cool. Das ist schon super, ne? Ach, wie geht Luft durch? Das finde ich ja. Das ist auch schön. Ja. Bei dem Wetter ist ein bisschen auf die Tore. Jawohl. Und dann sind wir im großen Teil. Hallihallo, da sind wir da. Jetzt ist übrigens gerade Ihr Mittagspause. So ein Teil zumindest, ja. Aber vor allen Dingen auch Urlaubszeit. Normalerweise ist hier jeder Platz komplett belegt, aber unsere Mitarbeiter sind teilweise halt auch viel im Urlaub. Das ist die Wilde Hilde, genau. Wilde Hilde! Ja, unser Werkstatthund. Aber aktuell fehlt bestimmt ein Drittel der Monteure, weil die halt Familienväter, die sind in den Sommerferien im Urlaub. Ja, klar, die haben teilweise ein Fahrzeug von uns mit, um halt da auch ein bisschen mitsprechen zu können, sage ich jetzt mal, und auch mal zu verstehen, welche Probleme so ein Kunde im Urlaub selber haben kann. Ja, das ist cool. Dann lernt man nämlich und sieht, okay, jetzt verstehe ich erstmal, was der Kunde gemeint hat, weil ich selber erlebt habe. Aber in allererster Linie natürlich, weil sie einen coolen Urlaub machen wollen. Ja. Weil sie dann auch Familienväter sind und das ist einfach dann, egal ob mit dem Reisemobil oder mit dem Wohnwagen, ist einfach für eine Familie, glaube ich, echt das Nonplusultra. Das macht schon Spaß. Bei euch erübrigt sich ja auch die Frage, seid ihr Camper? Viele machen ja Unternehmen in der Größenordnung, weil gerade Caravaning boomt. Ja. Aber ihr seid von der Wiege auf immer schon Camper. Vater ist mit uns, da hat er noch keine Wohnwagen verkauft. Da hatten wir schon einen Wohnwagen und sind mit uns zum Gardasee gefahren. Dann irgendwann, klar, aufgrund des aufgehenden Fahrzeughandels dann bei uns im Betrieb, war dann immer Caravan-Urlaub ein Thema. Und jetzt nicht mehr mit den Eltern, aber jetzt mit meiner eigenen Familie. Letztes Jahr mit dem Reisemobil unterwegs gewesen. Dieses Jahr gibt es noch keinen genauen Plan. Aber meine Schwester war jetzt... Ich glaube, wo war sie? Dolomiten mit dem Wohnwagen. Begleitet uns die ganze Familie durch und durch. Ja. Ja, das ist wichtig für die Zuschauer, weil die sollen ja sehen, das ist jetzt nicht hier eine normale Show. Was wirklich lustig ist, Caravan Center Bocholt ist ja auch wirklich breit aufgestellt und die Leute kennen es. Weil ich war jetzt bis letzte Woche Samstag in Österreich, in Kärnten. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Wohnwagen ich mit eurem Aufkleber sehe. Ja, gesehen. Gott sei Dank, schön. Das ist total verrückt. Ja, wenn man auf die Kennzeichenhalter schaut. Die Wilde Hilde ist da. Ja, er hat sie hochgeschlichen, ja. Hey, Wilde Hilde. Willst du was sagen? Ja. Also warst du mal mit deinem Wilden Hilde. Ist ja ein bisschen viel. Fremde Leute sind immer so ein Thema. So, zurück zur Werkstatt. Bei dem ersten Besuch, den ich hier hatte bei euch, habt ihr mal ein paar Details gesagt. Allein die Arbeitsflächen... Höhe. Oder ich habe zum Beispiel eine interne, sowas ähnliches wie WhatsApp. Ja, genau. Wir nutzen Microsoft Teams da. Ich sag mal, den Arbeitsplatz selber können wir vielleicht gleich unten noch mal ein bisschen detaillierter dann sehen. Dann sind wir ein bisschen weit weg. Aber wenn ein Monteur fertig wird, wir machen das, glaube ich, gebrauchtes Reisemobil hier vorne. Der geht, ich weiß nicht wann, raus. Der wird einmal komplett durchgecheckt. Und jetzt ist der Monteur dann irgendwann mal fertig mit seinem Fahrzeug. Das allererste, was er macht, er nutzt unseren firmeninternen Chat und sagt, okay, ich bin fertig. Weil so wie er sich nicht selber die Teile holt, muss er sich auch nicht selber die Fahrzeuge tauschen. In dieser Zwischenzeit läuft hier Dirk beispielsweise Werkstattkoordination los, fährt den alten Wagen raus und fährt den zu den Meistern zur Qualitätskontrolle. Also ein jedes Fahrzeug erstmal nach Fertigstellung wird einmal nochmal vom Meister gegengecheckt, okay, ist der Wagen sauber, sind die Arbeiten ordentlich durchgeführt und so weiter. In der Zwischenzeit kann Olli, der Monteur, jetzt an dem Arbeitsplatz sein, seinen Platz sauber machen, seine Werkbank zusammenräumen, vielleicht nochmal einen Teil hin und her buchen oder ähnliches und sich danach dann seinen neuen Auftrag holen. Und in der Zwischenzeit hat dann die Werkstattkoordination auch schon seinen neuen dahingestellt und die Teile bereitgestellt. Sodass er halt einfach wirklich seine Arbeit komplett fertig macht, einfach nur mit der Reihenfolge, dass zuallererst, wenn er den Wagen schüssig hat, sagt, okay, ihr könnt tauschen, dann rennen die Jungs los und tauschen ihm den Wagen. Er hat nochmal auch ganz in Ruhe Zeit, 10 Minuten seinen Arbeitsplatz aufzuräumen und startet sofort und hat alles da und hat keine Leerlaufzeit. Genau, muss halt erst rumsuchen, wie es oft üblich ist. Ja, ganz genau. Kurze Wege einmal und bei uns versuchen wir, jeder soll das tun, was er auch kann. Und ich will dem Monteur nichts Böses, aber die Lagerjungs haben schon mehr ein Auge darauf, dass der Bestand da oben auch passt und auch stimmt.
Die Jungs in der Werkstatt wollen den Wagen fertig machen. Ja, den genau. Ist vielleicht nicht das Hauptaugenmerk, ob jetzt drei das oder vier Flaschen. Dann ist erstmal dann nebensächlich, genau. Oder auch beim Fahrzeugefahren. Die drei Jungs, die hier die Fahrzeuge fahren, die haben das richtig drauf. Die sind schnell, die wissen, wo die Fahrzeuge steht. Das funktioniert. Wenn der Monteur jetzt nach ewig Zeit mal wieder einen Wohnwagen fahren muss, dann tut man sich einfach schwer. Und so haben da wirklich die Logistik bis ins Kleinste geplant. Ja, genau, mit der Zeit. Ach, und da machen wir heute ja sogar noch mit weiter. Also es vergeht kaum eine Woche, wo sich nicht irgendeine kleine Schraube noch mal ein bisschen nachdreht, wo wir versuchen, Prozesse zu optimieren, um ja, halt... Learning by doing. Und manchmal verwerfen wir auch Sachen. Dann war die Idee halt nicht so gut. Dann machen wir es so wie vorher. Aber häufig ändern sich auch Kleinigkeiten, die dann aber im großen Ganzen dann aber einfach Sinn machen und überall so ein kleines Mühe uns besser rauskitzeln können. Ja, doch, das klappt ganz gut und da kommt halt auch viel Input von den Mitarbeitern, die selber mal einen Vorschlag machen, wie machen wir dieses oder jenes. Du hast einen tollen, prägenden Satz für mich nachhaltig gesagt, beim letzten Mal, wenn wir hier gestanden sind, und der lief folgendermaßen, ihr macht regelmäßig eure Teambesprechungen, eben Service und Verkauf und Einkauf und alle miteinander und hin und her. Du hast dein Ziel erfüllt, wenn keine Fragen kommen, beziehungsweise wenn Fragen kommen. Also ihr habt einen Austausch untereinander, das sind oft Kleinigkeiten, größere Sachen, Umstrukturierungen, der Mitarbeiter kann sich einbringen. Soll sich sogar. Position und dir sagen oder euch sagen, wo müssen wir schrauben, genau, dass es besser wird. Und gerade so eine Besprechung haben wir wie Sand am Meer, also nur mit der Werkstatt, nur mit dem Lager, Lager und Werkstatt aber auch zusammen oder Service in den einzelnen Teams oder so gut wie fast alle zusammen in verschiedenen Rhythmen, aber jede Woche eigentlich. Und ich sag mal, die ersten Besprechungen waren so ein bisschen verhalten, also als wir da vor Jahren mal mit angefangen sind, weil man sich vielleicht nicht getraut hat, genau dann mal was zu sagen, was vielleicht dann auch mal ein bisschen kritisch ist, egal ob gegen uns oder gegen Mitarbeiter oder gegen eine andere Abteilung oder gegen was auch immer. Aber eigentlich ist ja genau das, was wir wollen, weil nur dann können wir einen Schwung besser werden. Du kannst Probleme nur lösen, wenn du miteinander redest. Genau, genau. Und so, und jeder hat ja immer irgendetwas. Ich habe auch immer irgendetwas, Kleinigkeiten. Wenn wir aber drüber sprechen und dann auch noch gesehen wird, dass es sich dann auch noch verbessert oder ändert, dann haben die Leute natürlich auch Bock, da mitzumachen. Ne? Genau. Das ist so die Idee an den ganzen Besprechungen. Ja, das ist die ganze Welt, sollte eigentlich so ticken, wenn es rundlaufen soll. Ja, genau. So. Mal gibt es mehr zu besprechen, mal gibt es weniger zu besprechen, je nachdem, was dann gerade ansteht. Übrigens, die wilde Hilde pürst sich immer wieder an, die können wir auflockern, hat mich auch schon, beschnuppert. Gefühlt, ja, und hat schon Körperkontakt gesucht, ganz dezent. Oder wilde Hilde? Wir reden nachher noch drüber, okay, im dritten Teil. So süß gewesen jetzt. Perfekt. Wir haben hinten die Schnelllauftore, wir haben die Werkstatt ein bisschen anders aufgebaut als früher, also früher hatte jeder Arbeitsplatz sein eigenes Tor. Du siehst hier zwischen den ganzen Stahlträgern ist quasi jeweils ein Arbeitsplatz. Die ganze Halle stützenfrei. Also ich könnte theoretisch die Fahrzeuge auch noch ein bisschen enger zusammenstellen, um noch mal ein Fahrzeug mehr reinzustellen. Und die ist eigentlich zu breit. Es wäre nicht nötig, eine solche Tiefe an Halle zu haben. Aber du hast Rangierfläche. Rangierfläche, die Jungs können aber gut fahren. Ich kann aber, wenn jetzt jemand, ein Wartekunde, spontan, Notfall kommt dazwischen, stelle ich ihn einfach vor den Knaus. Und wenn ich da einen Wagen vorstelle, kriege ich trotzdem jedes andere Fahrzeug noch rausgefahren. Ja. Also der Monteur muss nicht erst den ganzen Krempel zusammenpacken, raus, Wohnwagen raus, nächsten rein, fertig machen und das Ganze nochmal, sondern wirklich einfach quer oder gerade davor und selbst auf der gegenüberliegenden Seite kriegen einen Wagen immer noch getauscht. Spart bei jedem Prozess Arbeit und Zeit für den Fahrer, für den Monteur, für den Kunden. Auch wieder gut für euch, am Schluss gut für den Kunden. Ganz genau. Und auch er muss hier nicht ewig warten. Und wir haben halt dadurch halt mehr Kapazität, um halt mehr Aufträge entgegennehmen zu können. Um auch, ich sag mal so vor Pfingsten, vor Ostern, doch Wasserpumpe kaputt. Ja, komm. Schnell. Ja. Dann ist es echt nur eben die Pumpe tauschen und nicht den halben Arbeitsplatz von links nach rechts verräumen. Ne? Das ist schon echt cool. Dann könntest du es nicht. Genau. Und dann stehe ich mir selber im Weg, dann ist zu viel zu tun. Dann musst du den Kunden sagen, tut mir leid, kann ich nicht. Nicht, geht nicht. Genau. Ein Beachy. Auch die kommen hier in die Werkstatt, klar. Primär stehen hier Wohnwagen, weil hier viele Wohnwagen, 4 Säulen Hubbühnen drin sind. Aber ab und an verlieren sich auch Reisemobile hier drin. Wir kommen aber gleich noch in den anderen Teil, da sind die großen Bühnen, da stehen dann eigentlich fast ausschließlich Reisemobile. Jeder Monteur hat seinen eigenen Arbeitsplatz, klar, weil aufgrund dessen, weil die alle nebeneinander sind, helfen die sich auch schon mal ganz gerne bei dem einen oder anderen Problem, aber eigentlich sind die da, wo sie jetzt sind. Hier unten sind so vorkommissionierte Teile, das sind so die nächsten Aufträge für die Monteure, wo halt alles zusammengepackt ist, damit das Lager oben nicht alles just in time holen muss, sondern immer schon so ein bisschen was vorbereitet hat, weil wenn ich jetzt 10 Aufträge an das Lager schicke, ich weiß ja gar nicht, müssen die gerade einen LKW ausräumen oder ähnliches, so verschaffen wir denen ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Zeit und die Jungs können sich dann einfach die Klamotten hier von da wegnehmen. Ja. Wow. Wer viel schraubt, muss auch mal Pause machen. Hinter uns haben wir klar den Pausenraum. Draußen haben wir auch so einen kleinen Garten, wo die Jungs Pause machen können. Ja. Gerade bei schönem Wetter, so wie wir die letzten Tage hatten.
Ich weiß nicht, Magazin, wollt ihr das sehen da hinten? Ja, ja? Das fand ich ja auch gigantisch, weil das ist ja so ein Zwischenschritt. Wir sind schon bei, wie viel jetzt, 24? Lass mal laufen, oder? Die Leute sind interessiert, die gucken 24 Minuten. Ich glaube, 10 Minuten können wir locker dann verbringen oder sollen wir einen zweiten Teil raushauen? Nee, wie ihr mögt, da kennt ihr euch besser aus. Da könnt ihr euch besser aus. Liebe Leute, hier seht ihr das Caravan Center Bocholt. Wie tickt es, wie arbeitet es? Bleibt dabei, weil ihr dann wirklich Einblick bekommt. Das kann ja das gut sein nicht für euch eben. Genau, und das ist, denke ich, auch für viele mal interessant, weil die sagen immer, ist da auch Ordnung? Und hier ist Ordnung. Magazin, das ist immer ein cooler Begriff. Ja, ist cool, ne? Das ist unser Magazin, genau. Wir sind davon weg, irgendwie Schraubenregale in die Werkstatt reinzustellen, sondern nur hier aus diesem Raum bedient sich halt jeder Monteur. Das heißt, es macht es für mich total einfach. Ich muss nur hier gucken, dass genug Schrauben da sind. Dann nicht weiß ich so, nicht überall an jeder kleinen Ecke, genau. Und jeder, der was leer hat, findet hier alles. Und es gibt nur diese eine Stelle, wo die Monteure sich Sachen rausnehmen können. Das sind auch alles Artikel, die nicht zu buchen sind, also einfach Verbrauchsmaterial. Ja. Es gibt ansonsten keinen Artikel, kein Dekasil, also Dichtmasse oder Wasserpumpe, die der Monteur sich selber holen kann, sondern es gibt, der kann es nur durch das Lager bekommen. Ja. Außer hier in diesem Raum kann er halt Schmierstoffe und alles Mögliche sich wegholen. Genau. Ja. Also hier geht es noch weiter, liebe Leute. Ihr seht, wir gehen dann irgendwo zu nah dran. Hier Rohr, Leerrohr. Ja. Toll. Ja, alles, was wir so brauchen. Ne? Kabel, Leerrohr, Schrauben, Sicherungen. Ich glaube, alles, den Magazinverwalter, den habe ich schon kennengelernt. Das ist die wilde Hilde, weil die guckt schon hier. Ja, ja, genau. Bloß nichts unordentlich machen. Ja, ja, ja. Passt auf, ich bin hier, weißt du, guckst du. Genau. Die ist ja süß. Was? Ja, 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 ja. Normalerweise kommt ja keiner in die Werkstatt. Ne? Da guckt sie schon komisch, wenn da zwei Gestalten um die Ecke kommen. Ist ja süß. Ist der jetzt von euch? Das ist mein Hund. Familie? Ist deine? Ja, genau, das ist meine Hilde, ja. Okay. Genau. Und ist halt immer mit hier in der Werkstatt, ist halt... Ist halt sehr angenehm für uns, ich glaube für den Hund auch, ist hier komplett frei immer. Ich glaube, die Mitarbeiter haben auch Spaß, weil ich sag mal, auch wenn man einen schlechten Tag hat. Bringt so eine gewisse Balance ein. Ja, genau. Können, wir haben auch noch einen zweiten von unserem Werkstattmeister, die Frieda. Den haben wir gerade schon gesehen. Genau, die ist auch irgendwo. Die Golden Retriever. Genau, der ist ein bisschen älter, ein bisschen gediegener als Hilde. Hilde ist noch ein bisschen wild und da ist noch Feuer drin. Süß. Na du? Du Maus. Du bist brav, gell? Ja, was machen die mit ihren komischen Kameras? Genau, unsere hauseigene Schreinerei. Mit allem, was irgendwie zu sägen ist, mit Kantenumleimern und Kabelkanälen, Holzbretter, große Sägen dabei, alles, was die brauchen. War so ein Wunsch von den Monteuren, da einen eigenen Raum für zu schaffen, um halt auch mal die Tür zumachen zu können. Genau. Früher stand die Säge immer bei einem Mitarbeiter auf dem Arbeitsplatz. Ja, der war dann leider meistens auch der Blöde, der die dann sauber machen durfte, egal ob er gesägt hat oder nicht. Hier gibt's einen klaren Plan, jeder ist mal dran, abends ist die Säge immer wieder sauber und dann kann es auch nächsten Tag direkt wieder weitergehen. Genau. Und halt wie auch hier kurze Wege, weil alles, was ich hier brauche, ist nah zu finden. Da sind ein paar Umleimer drin, hier sind die großen Holzbretter. Ja. Macht es irgendwie cleaner und am Ende vom Tag mache ich die Tür zu und alles ist super. Einige werden ihr Dekor gerade finden. Ja, möglich, ja, ja, ja. Also Fan-Hobby, Knaus, Frankie, haben wir alles da. Ja, ja, also wenn jemand das hat, dann seid ihr gut bestückt. Definitiv, ja. Ja, gehen wir, weiß nicht, können wir da lang oder gehen wir mal in die Mitte vielleicht? In die Mitte, wir folgen euch beiden. Siehst du, schon langsam lernen wir die ganze Familie kennen. Ja, wilde Hilde. Wir haben eine komplette Fußbodenheizung hier unten drunter. Ja. Macht das natürlich, sagen wir mal, energieeffizient, weil die warme Luft nicht sofort hier verpufft. Und auch ganz angenehm für die Jungs aus der Werkstatt, wenn die mal nicht irgendwie an der Bühne sind, sondern sich auf den Boden legen müssen, ist gerade im Winter nicht so ein kalter Hallenboden, sondern eine vernünftige Temperatur drin. Genau, draußen haben wir noch eine vollwertige Fahrzeugwaage. Wir haben eine eigene Waage. Ja. Jedes Fahrzeug, welches wir verkaufen und ausliefern, wird vorher einmal von uns gewogen, damit wir die Gewichte einmal mit dabei haben. Auch, weil, wenn ihr Zusatzeinbauten reinmacht oder sowas. Genau. Bei dem Hersteller sind sie ja schon gucken da mit ganz großen Adleraugen drauf. Beim Händler ist es noch relativ, können wir machen, was wir wollen, so nach dem Motto. Ja, ja. Aber wir sagen, ja, irgendwann werden wir da auch zu belangt. Und als wir die Werkstatt gebaut haben, haben wir gesagt, dann brauchen wir eine vollwertige Fahrzeugwaage. Wir nehmen jetzt auch schon alle Informationen auf, damit, wenn es dann irgendwann mal verpflichtend wird, wir nicht überrascht werden, sondern jetzt quasi schon so ein bisschen proaktiv da dran gehen. Das ist ganz wichtig. Das führt auch zur Transparenz. Das Thema wurde die letzten Jahrzehnte immer so weggebuddelt. Es kann ja nicht egal sein, dass ich 100 Kilo in so ein Fahrzeug einbaue. Ne? Genau. Und dann sind wir auch auf der sicheren Seite einfach. Richtig. Genau. Also, hier auf der linken Seite, linke Seite sind die Fahrzeuge, die alle von den Meistern gecheckt werden. Also jeder Wagen von der Werkstatt geht erstmal hier auf die linke Seite. Dann kriegen die so ein grünes Fähnchen, wenn denn okay. Und dann gehen die rüber zum neuen Standort, wo die dann an den Kunden übergeben werden können.
Hier ist was los, mein lieber Schieber. Für eine für Urlaubsphase ist hier schon Betrieb. Zuletzt hatte ich so viele Wohnmobile auf einem Fleck gesehen, vor 2 Jahren, wo ich in Wesel war, auf dem größten Campingplatz Deutschlands. Ja. Also das ist ungefähr vergleichbar. Grafinsel, ja, genau. Und dann musst du da den Durchblick haben und trotzdem nur Qualität liefern. Respekt. Ja, wir geben uns beste Mühe. Hier sind auch nur unfertige Fahrzeuge. Also alles, was ihr da seht, die müssen alle noch gemacht werden. Die gehen alle noch die Werkstatt. Teilweise gebrauchtes Reisemobil, teilweise halt Kundenwagen. Und wenn sie fertig sind, dann gehen sie halt rüber. Sonst hätten wir hier auch dann irgendwann keinen Platz mehr dafür. Ihr kriegt ja jetzt nicht nur Kundschaft aus eurer Region, sondern 100 Kilometer um euch herum. Ja, es natürlich verstärkt sowieso, weil hier ist auch Caravan Hochburg, das muss man auch mal sagen, wenn ich ganz selbst schon sehe, führt diese Region in der Statistik immer sehr weit oben, was die Zulassungszahlen angeht. Aber gerade reisemobiltechnisch, Leute, ihr könnt euch aus ganz Deutschland, wenn nicht sogar Europa melden, wenn ihr auf der Durchreise einen Notfall habt, hier tut man, was man kann. Eben Bescheid geben und in der Regel, also wenn es jetzt nicht eine Riesenkatastrophe ist, kriegen wir es auch immer irgendwie dann gewuppt. Dann lohnt sich's auch für einen Bayern mal 500 Kilometer zu fahren, wenn er mehr hat, der stellt die Karte. Wenn er nach Holland fährt beispielsweise, dann soll er vorbeikommen. Ne? Man kann auch hier, habt ihr ja gesehen, Fritz Berger Shop und so ein bisschen Zeit verweilen. Ja, ja. Wir sind auch nicht fies davor, Fremdkunden zu bedienen. Es gibt ja Händlerkollegen, die machen sowas nicht. Auch schon gesagt, okay. Das ist auch das Schöne. Ja. Ganz wichtig. Weil, ja, du sagst es, manche sagen, nein, habe ich nicht, mache ich nicht. Ja. Vielleicht sehen wir noch einen. Also ich gucke jetzt gerade mal durch. Da steht überall Caravan Center Bocholt außen dran. Aber wahrscheinlich haben wir gleich auch noch irgendeinen, der kommt von woanders her. Also egal, wer ein Problem hat, ob Gewährleistung oder nicht, der darf gerne zu uns kommen. Das Schlimme war ja mit dieses Beleidigtsein. Weil wenn ich das Auto nicht verkauft habe, kriegst du nachher bei mir keinen Service-Termin. Ja, aber und dann wird der Nächste schon dreimal nicht da gekauft. Richtig. Dann versuchen wir doch lieber Gas zu geben, damit es halt beim nächsten Mal vielleicht das was wird. Das geht halt mal so nicht mehr in der heutigen Zeit. Ja? So, jetzt kommen wir so langsam in die nächste Abteilung, in Richtung Lackieren. Ich glaube, für einen Caravan-Händler schon echt besonders. Wir haben Lackieranlage, die sehen wir gleich, und vollwertige Farbmischband, wo halt unser Lackiermeister, den wir dann halt auch extra eingestellt haben, einen Farbton scannen kann und halt genau die Farbe raussucht, die das Fahrzeug dann hat, wo wir ganze Seitenwände, Dächer, alles mit lackieren müssen. Das Schöne ist ja, weil Farben bleichen ja aus und ihr nehmt eine Farbprobe im Grunde von dem vorhandenen und das dann angleichen. Ich nehme nicht den alten Carthago-Ton 4711, der passt heute nicht mehr, sondern ich nehme den live von dem Fahrzeug, dann sagt er ein bisschen blau, ein bisschen grün, ein bisschen rot, dann habe ich am Ende den passenden Farbton und dann geht's los. Gibt's denn wirklich, blöde Frage, ich mache jetzt ja nach lustig, wahrscheinlich blamiere mich komplett, gab's einen Carthago oder gibt's einen Carthago-Farbton 4711? Nee, oder war das jetzt eher 8? Das ist Kölschwasser. Nee, ja, aber war lustig, ich denke jetzt, wenn die das gemacht hätten, super. Nee, das war jetzt einfach nur so gesagt. Also vielleicht gibt's den, keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Vielleicht trage ich in Allendorf dann beim Kölschwasser auf beim nächsten Mal. Ja. ja, genau, und hier kann er sich halt, wieder kurze Wege ist, alles, was irgendwie zum Lacken halt gebraucht wird, ist da. Und dann kann er sich das zusammenmixen, was er dann braucht. Aber irgendwo muss er auch hin mit dem Zeug. Und dafür haben wir die Lackieranlage gebaut. Die können wir uns gerne jetzt mal angucken. Das gibt es also in der Form, glaube ich, nicht so oft. Oder dass ein Caravan. Ich glaube nicht, nein. Dass er eine eigene hat, das glaube ich nicht. Und wir haben. Die lagern das immer aus. Genau, die lagern das aus. Das haben wir früher auch gemacht. Kleinigkeiten lackiert haben wir auch, aber nicht mit einer Lackierkabine, nicht mit so einem Farbmischraum, so ein bisschen mit der Dose, ja. Auch nicht von einem Lackiermeister. Und wir haben uns gesagt, okay, wenn wir es machen, dann komplett. Also vernünftige Lackieranlage, Lackiermeister, alles dabei. Sodass wir es jetzt aus einer Hand bieten können. Mal gucken, was der gerade macht. Ich muss ihn noch mal bremsen, ich bin furchtbar. Ach, ja, den Arbeitsplatz haben wir noch gar nicht gesehen, ja. Was wir besprochen haben, ja? Den Arbeitsplätzen. Die Arbeitshöhe, die Schubladen, die Vorbereitung und was seht ihr am Papier? Ihr habt vielleicht noch einen Katalog. Das war's auch. Genau. Wir sind auch jetzt ganz kurzfristig bei diesen Aufträgen weg, weil alle Fahrzeuge kriegen einen QR-Code. Ich weiß nicht, ob Christian euch die Fahrzeugscanner gezeigt hat. Noch nicht, das wollte man beim nächsten Mal noch raus. Dann will ich da nicht zu viel wegnehmen. Ja. Jeder Monteur hat aber seinen eigenen Rechner, die haben alle ein iPhone von uns bekommen, um sich halt elektronisch auf die Aufträge zu stempeln. Also hier wird nicht irgendwie handschriftlich dann was geschrieben, sondern Wahnsinn, es wird halt ins iPhone gesprochen und dann steht der Text halt da drin, weil die Dokumentation für den Service später natürlich sehr wichtig ist. Was du gerade sagtest, genau, Werkbank ist einmal komplett an die Halle angepasst. Also jeder hat so eine vollwertige Werkbank, wo auch nichts hinterfallen kann, sondern die ist halt maßgefertigt auf die Halle. Die ist genauso hoch, dass der Werkstattwagen hier drunter passt, aber auch nur so hoch, dass kein Rummel mehr auf der Werkstattkiste liegen kann. Also so schafft man halt automatisch ein bisschen Ordnung. Jeder Monteur hat dann hier so sein eigenes Schraubenregal, direkt bei sich am Platz, muss nicht irgendwie 3 Plätze weiter, sondern hat hier sein eigenes und macht hier abends einfach die Schubladen zu. Ordentlich, alles ist sauber, so wie man das halt braucht. Und das hat jeder. Und jede Schubladen sind alle gleich ausgestattet, dass Olli sich auch 3 Plätze weiter. Platz gleich findet sich direkt zurecht. Genau.
Findet sich direkt zurecht. Und überall Druckluft, Wasser. Strom, Druckluft, Wasser logisch. In der Mitte auch nochmal. Wir wollen den guten Mann mal nicht bei der Arbeit hier stören. Nee, auch in der Mitte nochmal alles hängend, dass halt egal von welcher Seite du es gerade brauchst, alles dann da ist. Ne? Ja, aber das sind die Details. Weißt du, da hast du, da kannst du arbeiten. Und es ist ja erwiesen, dass in Werkstätten allgemein, aber wenn ich jetzt nicht am Caravanhandel, ein Drittel der Zeit mit Suchen, das ist noch wenig geschätzt. Ja. 30% der Zeit, die ja dann der Kunde auch zahlt am Schluss, mit blödsinniger Lauferei. Da gehört Fahrzeug suchen, Teile suchen, aber auch Schraube, Besen und Tralala suchen. Genau. Und versuchen halt möglichst alles einen festen Platz zu geben. Und abends ist das Schöne, wenn die hier fertig sind, dann kannst du hier einmal komplett durch den Gang durchgucken. Das ist dann auch einfach irgendwie durchzufegen. Du musst nicht an 8 Schränken vorbei oder ähnliches, sondern wir haben versucht, irgendwie alles hier unten drunter zu packen, damit es einfach clean ist. Und wenn die Wagen hier raus sind, dann kannst du auch mit einer Kehrmaschine hier durchfahren. Dann ist Effizienz über. Genau, genau. Klar, wenn natürlich gearbeitet wird, dann Linienschrauben und so. Das muss natürlich sein, aber dann ist es abends aber auch easy wieder wegzuholen. Ne? Wenn ich jetzt klein wäre, dann würde ich jetzt sagen, ich möchte später auch mal ein Caravan-Center Bocholt werden. Ja. Ist wirklich beeindruckend. Und schön für die Leute draußen hinter die Kulissen zu schauen. Ja, jetzt kommt es. Ich weiß nicht, was er gerade macht. Schauen wir mal. Ja, doch, es steht Arbeit drin. Darf die wilde Hilde mit, wenn sie... lass die mal bitte da. Ja, ja, genau. Nicht, dass du mir beleidigt bist. Naja, ach, sie verzeiht viel. Wow. Genau, hier ist einmal unsere große Lackierkabine. Da kriegst du auf jeden Fall was rein. 4,5 Meter breit, 14 Meter lang. Also gerade genau für unsere Fahrzeuge. Auch Liner, Reisemobile, Wohnwagen, alles ganz egal. Ich kann zwischendrin noch mal eine Wand einzeln abtrennen, dass ich so ein Drittel, zwei Drittel habe, wenn ich mal nur eine Stoßstange habe und hinten mal ein kleineres Fahrzeug beispielsweise. Die ist sehr offen, die Kabine. Also ich kann halt hier auch an der Seite die Wände runterfahren. Ich weiß nicht, ob Dennis da ist, der könnte uns doch mal zeigen. Super. Hallo Dennis. Dennis, unser Lackiermeister, genau. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja auch einen Spezialisten. Ihr habt ja jetzt nicht nur einen, der... Einfach mal eine Lackieranlage gebaut und fertig, sondern Dennis, wo ist er? Kommt er gleich da, wahrscheinlich fleißig. Hallo Dennis, servus, du wirst so gelobt. Beim letzten Mal habe ich schon gehört, der Dennis ist der Lackierspezialist. Oh, jetzt bist du bei YouTube schon direkt mit verhaftet und mit dabei. Ja, genau. Wir wollten dich mal sehen. Wir machen hier gerade einmal einen Rundgang, genau. Ja. Und ich erkläre gerade, hier können die Seitenwände noch runterfahren, dann ist es halt komplett verschlossen. Und hier kann halt jeder Unfallschaden, blöde Rangierschaden oder ähnliches einfach mitgemacht werden. Das ist super. Ne? Also wie gesagt, das habe ich so noch nicht gesehen, dass es einer intern direkt hat. Ja, früher sind wir immer zu einem anderen Lackierer gefahren. Das heißt, ich muss Fenster ausbauen, ohne Fenster zu dem Lackierer fahren. Der Lackierer lackiert, fahre ohne Fenster wieder zurück, baue dann selber das Fenster wieder ein und der Kunde hat vielleicht an der Lackierung auch noch was auszusetzen. Dann muss ich den ganzen Rummel ja nochmal machen. Ja, nee, das ist ja dann. So habe ich alles aus einer Hand. Und Dennis kriegt die Sachen dann vorbereitet aus der Werkstatt, eben kurzer Weg hier rein. Dennis kann seinen Job machen und dann geht er wieder zurück zum Aufbereiten. Und wenn irgendwie was nicht in Ordnung ist, dann bin aber auch ich dafür oder Dennis oder wir halt als Team dafür verantwortlich und haben auch selber in der Hand, wie wir das Problem dann lösen. Und ihr könnt auch selber direkt nacharbeiten. Genau. Wenn was halt am besten ist nichts, aber wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ne? Und ganz toll an der Kabine ist auch zusätzlich, viele Lackierer, die sprechen mir aus der Seele, wenn es draußen warm ist, dann hat man Probleme, Lacke aufzutragen. Okay. Und das Tolle ist, wir haben für diese Lackierkabine eine eigene Klimaanlage. Das heißt, wir können die Temperatur in der Kabine runterkühlen auf 22 Grad. Ich kann hier ganze Wagenseiten ohne Probleme lackieren. Gerade bei den Temperaturen, da läuft dir der Lack so weg, ne? wenn du nicht runterkühlen kannst. Okay, das sind Kleinigkeiten, ne? Ja, Kleinigkeiten, aber jeder Lackierer, der würde jetzt klatschen und würde sagen, Wahnsinn. Bin ich auch. Hoffentlich ist mein Chef auch. Ja. Genau, und daneben hat er noch eine Bühne bekommen, weil die meisten Schäden kennt man vielleicht, leider Gottes. Ich weiß nicht, habt ihr eure Fahrzeuge schon kaputt gefahren? Genau, wenn dann meistens irgendwo hier unten. Und so kann man die sich halt vernünftig auf Höhe holen, damit dann, umso besser wird das Ergebnis einfach. Umso besser du einen Blick darauf hast. Genau, das liegt so auf dem Boden und... Du siehst die Schrauben nicht. Und einmal das Ergebnis wird besser und für mich als jemand, der daran arbeitet, rückenschonender, für die Gesundheit angenehmer. Du bist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Du siehst so aus, als ob dir dein Job beim Caravan Center Bocholt richtig Spaß macht. Ich bin sehr zufrieden. Man sieht es dir an. Ja, das freut mich. Das ist fast wie abgestimmt hier. Ja. Nee, müssen wir, glaube ich, fast schon wieder weiter. Wir planen hier gar nichts, aber wie ihr seht, top. Weiter so. Danke, Dennis. Danke, Dennis. Ciao. Cool. Leute, wollt ihr mal sehen, was der da so macht? Hier gibt's nichts. Was macht er denn? Da haben wir jetzt so eine klassische Beule. Wahrscheinlich irgendwo, zumindest sieht's so aus. Siehst du, wo ist die Beule, Dennis? Ah, nee, da war die Beule mal. Genau, da war die Beule mal. Aber kann ich mal eben präsentieren? Oh ja, da halte ich dir mal das Mikro näher hin. War mal eine Beule drunter. Und die haben wir jetzt mit unserer hauseigenen HBC-Methode beseitigt. Und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. Sachen gibt's. Da war ein Loch drin.
Ja, ja, das steht ein Loch sogar, ne? Genau, nicht ja. mal eine Beule, sondern ein Loch drin. Ein richtiges Loch, ja, da ist irgendwas ist da reingedonnert. Eine Fliesenstange oder so. Ja. So. Jetzt haben wir quasi die Oberfläche rekonstruiert. Das ist ein sogenannter Trendfilm. Ich weiß es nicht. Wie geil ist das denn? Ist die Beule weg. Wir verraten ja jetzt hier nichts, gell? Super, ne? Wir wollen ja nichts verraten, also ja. müssen wir es nachher verfixen. Jetzt, was fehlt noch? Farbe? Fehler? Ja, genau. Klarlack. Die Übergänge, die werden so ein klein bisschen ausgeschliffen. Ja. Dann kommt da Farbe drauf, Klarlack. Und dann ist es so, als wäre nie was gewesen. Bei Hammerschlag ist ja deswegen immer so ein bisschen... Oh, sehr kompliziert. Ne? Und dafür machen wir extra so Schablonen. Krass. Das ist quasi, wir können da ruhig mal das ist, das ist das, das ist, das ist die Oberfläche. Okay. Hier, ich habe hier alle 24 cm wiederholt sich das Muster. Dann habe ich mir hier dieses Muster angefertigt. Hier eine Spachtelmasse aufgetragen, das Muster wird aufgedrückt. Mit dieser Folie, die hier drauf kommt, ja. entsteht ein Vakuum, dass dieses Muster eben sehr stark auf die Oberfläche gedrückt wird. Okay. Und nach Aushärten des Spachtels sieht das Ganze so schön aus. Das verstehe ich unter Leidenschaft, ja. Da hast du dir einer Gedanken gemacht, wie machen wir das? Ne? Option B wäre, wir reißen eine komplette Blech ab. Ja, ja, genau. Ja. Du bist jetzt trotzdem begeistert. Ja. Vergiss Wahnsinnspreis für die Versicherung ja. und so. Der Kunde freut sich, dass das Ding nicht komplett auseinandergerissen wird. Die Muss Versicherung die. Freut sich, dass die Reparatur ein Ticken günstiger ist. Sehr geil. Ja, und der Ergebnis ist trotzdem top. Ja, ja. ja ich wollte gerade sagen. Absolut. Ja. Gut, das ist jetzt 4711, Farbton. Ja, genau. Ja, ja, genau. Das ist genau der, den wir gerade hatten. Ja. Running Gag, danke nochmal. Super. Danke. Genial. Also, ja. das ist cool. Also, gut ab. Da geht was. Aber genauso gehen halt auch Reisemobile, Stoßstangen. Alles, was irgendwie lackiert werden kann. Ne? Genau, hier, apropos Reisemobile, hier sind wir so ein bisschen in der Reisemobilecke, weil wir haben hier die drei großen Scherenbühnen drunter. Genau, und da müssen die Wohnmobile halt drauf, weil ich anders einen Ölwechsel, jedes Fahrzeug kriegt natürlich einen Ölwechsel oder einen Zahnriemen vielleicht oder Anhängerkupplung und dann müssen die halt hoch. Und das geht nur auf diesen Plätzen, also seltenst, dass hier mal ein Wohnwagen steht. Genau, hier ist der alte Teil. Oder die Trennung, die haben wir angestückelt quasi. Hier war mal Ende und dann sind wir weiter nach da gegangen. Und da hatten wir damals schon eine 9-Tonnen-Bühne und haben halt dann aufgerüstet mit zwei weiteren. Der alte Teil hört sich übrigens ja, alte Teil, ne? Ja, ja, genau. In Anführungszeichen setzen, ne? Jetzt kann man es nicht so wahnsinnig gut sehen. Seht ihr die Plane da hinten? Ja. Da liegen unsere Markisen drunter. Wenn sie denn dann lieferbar wären. Also da liegen welche, aber aktuell ist Markisen echt ein Problem in der Branche. Weil auch ähnlich wie mit den Leisten ganz zu Anfang, die können wir halt nirgendwo lassen und irgendwie draußen, dann ist der Karton wieder rudelig und so weiter. Ja. Und so haben wir einmal dieses riesen Abdach gebaut, um dann halt alle Markisen darunter lagern zu können. Ist für die Lageristen deutlich schöner, weil da kann der Zulieferer vorfahren, man kann direkt reinladen und man muss sie nicht noch irgendwo hinschleppen, groß. Weil wir gerade bei Halle sind, sonst vergesse ich es. Wir gehen hier durch diese heiligen Hallen mit ja. dir. Habt ihr eine Waschanlage oder kommt ja, noch? Ja. Christian, die euch nicht gezeigt. Nee, siehst du, nur dass das beim nächsten Mal. Muss nochmal wiederkommen, ja, ja. Ich muss sie, glaube ich, morgen in der Wasche. Kriegt man auf die Schnelle einen Termin? Sollten wir hinkriegen, ja. Ja, ja, ja. Auch Simon, das können wir dann noch. Nicht, dass er nachher 4711 hat. Nee, mal gucken. Ja, Entschuldigung, aber der war cool. Nee, aber sollten wir hinkriegen. Aber muss euch der Christian beim nächsten Mal nochmal zeigen. Aber da haben wir das hier schon mal angeführt. Das ist eine tolle Waschanlage. Ich wusste eh, aber wenn ihr in der Nähe seid, rutscht doch mal durch. Jetzt sind wir einmal rum. Ja, fast nicht aufgefallen, ne? Genau, hier sind wir gerade gestartet. Hier ist wieder der Wareneingang. Jetzt sind wir einmal rum. Danke. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich denke, die Zuschauer werden es danken, weil ihr immer einen ordentlichen Betrieb auch inside seht und man sieht, wie die Abläufe sind. Und halt mitten am Arbeiten alle, ne? Also ja, genau. Nichts geschönt, alles ohne doppelten Boden. Wir haben hier auch vorher auch nichts besprochen, wieder mit Dennis. Wir verbürgen uns dafür und so sieht's aus. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Wir machen ein paar Specials, oder? Autokey, gerne. Was brauchst du? Was wir haben genug Ecken gesehen, wo wir nochmal einsteigen können. Ja, genau, das können wir dann mal als separates Video machen, wenn man mal zeigt, so von denen, wie wird was gemacht. Ja. Dann können wir dann einfach mal so ein kleines Video mal von der einzelnen Situation machen. Können wir gerne so machen. Perfekt. Danke, ist auch ganz lieben Gute Dank. Zeit. Wir freuen Mach's uns gut. auf eine schöne Danke schön. Dabei. Schönen Tag euch noch. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Danke. Und tschüss und euch viel Spaß. Guckt in Bocholt vorbei. Ihr auf wisst jetzt, wo es lang geht. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal hier oder draußen in der weiten Campingwelt. Tschüss, Sascha. Tschüss, Tobi. Ich habe die Caravan-Salon nicht vergessen. YouTuber. Ja.